Ihr seid ja absolut wahnsinnig. Danke viel mal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich so fest. Ich habe einen Text mitgenommen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und er ist für jede einzelne Person, die heute Abend da ist. Und ganz besonders für die Person, die seit einem Jahr mein Leben so viel besser macht, für den Deal. Stay soft steht in dünnen Buchstaben auf einer Postkarte, die in unserer Küche an der Tür hängt. Als ich die Karte zum ersten Mal sah, wusste ich mit dem Satz nichts anzufangen. Stay soft, dachte ich, so was Dummes. Warum sollte man in einer Welt wie dieser nur weich sein wollen? In einer Welt, in der Härte mit Erfolg gleichgesetzt wird, in der Geld und Macht Hand in Hand nur da anzutreffen sind, wo Menschlichkeit und Emotion bloß Stolpersteine auf dem Weg zum Erfolg darstellen. Wieso sollte ich da weich sein wollen? In einer Welt, in der man als Frau nur dann weiterkommt, wenn man spielt wie ein Mann, wenn man laut ist und böse und die Ellenbogen ausfährt, wenn man sich Platz mit Gewalt einnehmen und sich unbeliebt machen muss, in einem System, in der die Wahl einer Frau immer noch darin besteht, ob sie erfolgreich oder beliebt sein will, privat erfüllt oder beruflich erfolgreich, in der ich Nutte oder Heilige sein kann, nur immer noch nichts dazwischen, Karriere oder Kinder, Rabenmutter oder unemanzipierte Hausfrau, egoistisch oder übersehen. Wieso sollte ich in einer Welt weich sein wollen, in der mir alles suggeriert, dass Härte das neue Modeaccessoire ist, mit dem man in jeden Club reinkommt, in der mir alles sagt, dass weich sein weiblich und weiblich sein schwach ist. Ich verwarf die Hände und verließ die Küche. Stay soft, my ass. Doch jedes Mal, wenn ich sie wieder betrat, registrierte ich die Aufforderung unscheinbar an der Tür. Bleib weich. Die Worte standen da, als ich todunglücklich um die Liebe weinend mit salzigen Lippen Tequila trank und versuchte, den Schmerz zu betäuben und mir schwor, nie wieder zu lieben. Tu das nicht, sagten sie, verschließ dich nicht. Sei weich zu dir selbst und weich zu anderen, eine Liebe geht, eine nächste willkommen. Stay soft, las ich nach einem 19-Stunden-Tag vor einem Berg unbeantworteter Mails und dem 7. Kaffee. Bleib weich, nicht wach. Für heute hast du genug getan. Geh ins Bett und schlaf dich aus. Mach morgen weiter. Du musst nicht härter sein als nötig. Und nach einem Abend voller Drinks zu zweit knutschend in die Küche wankend, standen da die Worte, die mir sagten, sei zärtlich, zieh deine Maske aus, wenn du deine Kleider ausziehst. Und je länger, je mehr begann ich, mich aufzuweichen. Ich baute Mauern ab, die Unsicherheit und Angst in mühselige Arbeit um mich herum aufgezogen hatten. Dicke Mauern aus Kälte und Härte, die zwar vielem standhielten, aber auch sonst alles abschirmten, egal ob Freude oder Trauer. Mauern, die einmal dennoch geschwächt und getroffen begannen zu bröckeln und einzustürzen, mich schmerzhaft unter sich begruben, um danach wieder aufgebaut werden zu müssen, qualvoll langsam, weil doppelt so dick wie zuvor. Stein für Stein. Jedes Mal Stay Soft an der Tür trug ich ab und fand darunter einen weichen Kern, ganz unberührt und rosa und warm. Denn Menschen sind nicht von Natur aus hart. Dazu werden wir gemacht. Menschen sind warm und verletzlich und haben Haare am Körper, um den Wind und den Regen und die Sonne auf der Haut zu fühlen und Lippen, um zu reden und zu küssen und zu essen und zu schmecken. Menschen lieben und werden verletzt, können trösten und sie können vergeben und über Dinge hinwegkommen. Denn etwas Weiches kann spitze Stiche sanft umschließen und Wunden auffüllen, ist fluide und flexibel, kann sich verändern, an Umstände anpassen und sich neu arrangieren. Weich sein heißt Vertrauen. Darauf, dass man mit seinen Gefühlen nicht alleine ist. Darauf, dass der Schmerz und die Enttäuschung vergehen. Darauf, dass wir alle Menschen sind, die fühlen und die Mauern aller Art zum Einstürzen bringen können, wenn wir es nur wollen. Weich zu bleiben bedeutet, den Kreis zu durchbrechen und die Härte, die man erlebt, nicht weiterzugeben. Denn man kann ein System nicht bekämpfen, indem man sich dessen Regeln beugt. Weich sein in einer Welt voller Härte ist eine Rebellion. Und der Schlachtruf dazu